Guten Morgen zusammen. Es ist 20 nach 7. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen zu Steffi, damit wir zum Friseur fahren. Und es ist Samstag. Ich bin seit fast einer Stunde wach. Ja. Aber das wird eine der letzten Aufnahmen sein, wo ihr mich noch mit dieser Matte seht. Und bald habe ich wieder eine anständige Frisur. Jep. Eigentlich würde ich ja sagen, wir schön sein, weil ich muss leiden, aber. Ja, da muss ich ja schreien vor Schmerz, ne? Von daher, oh Gott, ich bin auch echt so durch, ne? Ich würde am besten sagen, hört mir nicht zu, aber dann würdet ihr jetzt das Video ausmachen und das ist blöd. Da, hört mir zu, aber nehmt mich nicht ernst. Guten Morgen, Pieps. Es ist 8 Uhr auf dem Samstagmorgen. Ja. Wir sind auf dem Weg zum Friseurwald. Unser Friseur liegt in Mahl. Wir kennen die Story. Ach, ihr kennt die Story, ja. Unser Friseur liegt trotzdem in Mahl. Ja. Und es ist so früh. Und alles ist witzig, weil wir so müde sind. Nein, das stimmt gar nicht. Ja, doch. Sag mal einer Penis. Penis! Ja, ey, das ist wirklich gerade, das ist nicht so schön. Also, was nicht am Steffi riecht, sondern danke. Einfach daran. Das schön, dass du das nochmal klargestellt hast. Ja, ich dachte nur. Also. Ja, es ist ja dieses Mal, muss ich ja von anderen Malen unterscheiden, bevor ich über dich rede. Ah, verstehe. Nein, das ist einfach nur, wir sind beide so schrecklich müde. Aber, nicht mehr. Ja, was tut man nicht alles für einen Friseur? Ein guter Friseur. Ein guter Friseur. Er ist wirklich sehr gut. Meine Bekannte gestern auch so, warum fährst du denn bis nach Mal? So, ja, weil das die Einzige sind, die mir einen Pony geschnitten haben. Wobei ich habe das Donnerstag einer Freundin von mir erzählt und die konnte das absolut nachvollziehen. Dass mir niemand einen Pony schneiden wollte? Ja, die kennt mich überhaupt nicht. Doch, die hat gesagt, meine Fresse. Nein, das ist, sie meinte einfach, ja, sie meinte, wenn das ein Friseur ist, wo man sich wohlfühlt, dann kann man doch auch mal ein bisschen weiterfahren. Ja, eben. Beauty und so. Oh. Oh. Ja, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Danke. Also, vielen Dank. Ich rede für mich auch. Natürlich, mal. Natürlich. Nee, Matti, das ist wirklich vorbei jetzt. Ja, übrigens, der Zug, ab wo wir gerade davon sprechen, dass der Zug hier abgefahren ist. Sind wir schon an Starlight Express vorbei? An der Starlight Halle? Kommen wir da überhaupt vorbei? Eigentlich schon. Okay, dann müssen wir noch ein Stück fahren. Wir sind nämlich in anderthalb Wochen bei Starlight Express. Wie schön er das singt, obwohl er das noch nie gesehen hat. Das mag daran liegen, dass ich das, als ich so 7 war, quasi in Dauerschleife gehört habe. Also hier ist jetzt die A43, das heißt, wir sind wohl schon dran vorbei. Sind wir wohl schon dran vorbei, aber trotzdem, nichtsdestotrotz. Sind wir trotzdem in anderthalb Wochen dort? Wir sind anderthalb Wochen bei Starlight Express. Wir sitzen in der ersten Reihe. Aha. Ja, es ist so schön. Film mal die Sonne. Ja. Oh. Ja, doch, komm. Durch die Bäume. Oh, wie schön. Lady's Choice. Lady's Choice. Lady's Choice. Oh, Tunnel. Der Ruhrpark. Ewig nicht mehr da gewesen. Nein. Auch nicht. Doch das letzte Mal, als wir da mal im Kino waren, vor 3-4 Jahren. Ja. Wir sind in Mahl. Mahl ist ein Ort, wo es eine Umgehungsstraße gibt. Sowas finde ich ja schon immer verdächtig. Ja, man möchte man halt auch mal gerne umgehen. Ne? Ja, das finde ich, also Orte, wo es Umgehungsstraßen gibt, finde ich echt immer so schon. Ne? Sehr ländlich. Sehr ländlich, genau. Und so ist es hier auch. Oh, da hat jemand Car Trouble. Nein, ich glaube, der war pinkel. Oh. Ja, es riecht hier auch echt schon nach. Es riecht auch sehr ländlich. Es riecht nach voll nach Gülle. Möchte dass die Pieps sich von meinen Haaren verabschieden können. Bye. Oh ja, Steffi, sprich mal für die Pieps. Wir werden dich vermissen. Goodbye, Hair. Goodbye, Awesome Hair. Goodbye, John Lennon. Goodbye, Harry Potter. Harry Potter. Troy Harry Potter. Harry Potter. Troy Bolton. Justin Bieber. Das ist eigentlich, du nennst gerade eine Menge Gründe, dass ich mir die Haare nicht schneiden lasse. Verdammt. Du stehst auf Harry Potter?
Also, leider, aber Harry Potter ist cool, er ist ein Zauberer. Ja, stimmt. Das stimmt. Der hatte noch so Haare. We will miss you anyhow. Also, es war schön mit dir. Ich kann jetzt nicht. Ich habe wieder eine Frisur und ich fühle mich so gut. Und dieser Friseur ist es so sehr wert, dass man hier hinfährt, auch von Duisburg oder Essen aus. Das ist unglaublich. Ja. Also, ja, auf jeden Fall, ich habe wieder eine Frisur. Sie ist wieder komplett durchgestuft und geschnitten. Es ist, wie immer, hat Melanie gezaubert. Ja, das sieht super aus. Martin, sieht man die Haare von... Sieht man das auf der Kamera, aber das ist von hinten halt voll durchgestuft. Ja, ich weiß. Was ich immer dachte, was bei Männern überhaupt nicht geht, aber sie kriegt das hin. Ja. Melanie denkt sich, es geht eigentlich auch nicht, aber sie tut es trotzdem. Echt? Nein. Ach so, ich dachte. Nur so, weißt du, das ist diese Chuck Norris-Logik. Ne? Chuck Norris kann unter Wasser nicht atmen, er tut es trotzdem. Ja. So. So sehe übrigens ich jetzt aus. Mein auch Pony, wieder sehr schön. Ja, mein Pony ist wieder geschnitten und meine Haare sind jetzt wieder stumpfer. Also, das ist auch der erste Friseurladen. Ich will ja seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren wollte ich ja immer wieder einen Pony haben, mal wieder. Ja. Und alle anderen Friseure haben mir immer gesagt, nein, das geht mit deinen Haaren und deinem Gesicht nicht. Du hast ja, wie mir gesagt wurde, du hast ja sowieso von Natur aus ein sehr rundes Gesicht. Ich dachte, danke. Und die hier haben gesagt, naja, es ist nicht mit deinen Haaren, weil die so weich sind und wie die wachsen und so, es ist nicht ganz einfach, aber es geht. Man muss nur wissen, wie. Und seitdem trage ich Pony und lass mir den auch nur hier schneiden. Ja. Also wirklich, das ist, wer es wissen will, Haarstudio Birke in Mahl. In Mahl. Westphalstraße. Westphalstraße. Fahrt hin. Ja. Es lohnt sich einfach. Ja. Was ich sehr faszinierend finde, Martin, ist übrigens, dass du tatsächlich, ich höre dich immer total mit Melanie quatschen und so. Und ich bin aber so beim Friseur, ich bin der Typ, ich bin immer total so still. Ja, gut. Das ist mir immer ein bisschen unangenehm, weil ich immer... Ich bin normalerweise auch der sehr stille Friseurvertreter. Das ist, weiß ich nicht. Das ist auch, wenn ich da mal in dem Friseursalon bei anderen war, außer Melanie, da war ich dann auch irgendwie immer ein bisschen ruhiger. Das heißt, man kann mit Melanie tatsächlich auch einfach sehr gut reden. Und das sind nicht nur diese Friseurgespräche. Ja. Also man kann einfach über normale Dinge mit ihr reden. Aber du hast mit dem... Wie heißt der noch? Marco? Ja, mit dem Marco konnte ich auch gut reden, weil Marco da halt auch ein angestellter Friseur ist und der hat halt so eine Liebe für alte Autos und Oldtimer. Ja, okay. Und da haben wir auch sehr viel geredet. Da sind die Schafe wieder. Warte. Ich mein, ja. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Da stehen ganz viele Schafe auf der Weide. Und Lämmchen. So, okay, gut. Das musste jetzt nochmal kurz geklärt werden. Auf jeden Fall, ja, tatsächlich. Ich kann... Aber ich habe auch nicht das Gefühl, also ja, ich finde es aber cool, dass ich auch da die Chefin duze und alles. Es ist schon irgendwie so, wie es sein soll. So, wie es sein soll. Ist das Pony jetzt draußen? Weil es ist halt 9 Uhr morgens wahrscheinlich. Steht es draußen? Nein. Hier, guck mal den Weiher filmen. Den Weiher. Und dazu diese wunderschöne Musik von Leipers. Und Enten! Enten! Enten sind großartig. Ja. Gestern, die Raquel wusste übrigens nicht, dass die Tarnis mir gebaut hat. Und dann stand ich da so, guck, das ist meine Tarnis, das ist cool, ne? Und sie so, ja. Ich so, ja, hat mein Bruder gebaut. Das hat der gebaut? Ich so, ja. Ist der Schreiner? Ich so, nein. Er hat es einfach getan. Er ist ein Jedi. Tu es oder tu es nicht. Ich habe übrigens Hunger. Also. Kennst du ja dann gleich. Ja, ja, mache ich auch. Holen. Oh, Polizei. Die gucken bestimmt gleich wieder, ob du an dem Stoppschild hältst. Aber ja, ja, hier betrifft ist dich ja kein nicht. Stoppschild. Ja. Nein, ich meine generell. Ja. Hat die. Also für die Zukunft. Martin, Obacht. Ja. Der Schutzmann sieht alles. Der hat zum Beispiel nicht da gehalten gerade. Hey! Ich
bin jetzt wieder zu Hause. Ich fühle mich mit meinen Haaren super wohl. Heute ist auch einfach super geiles Wetter. Es ist gar nicht so kalt. Es sind irgendwie 10 Grad. Das Einkaufen hat gerade sogar richtig Spaß gemacht. Also es ist geil. Jetzt gleich kommt noch jemand für Fotos vorbei. Und dann werde ich noch kochen heute Abend und mir was zu essen machen. Und dann hatte ich hoffentlich einen schönen Tag. Also bisher ist er echt geil. Ja, ich habe auch jetzt mittlerweile schon hier die Bude endlich mal aufgeräumt von Donnerstagabend. Und alles gespült und so. Heute könnte es nicht besser laufen. So, die Fotos sind gemacht. Ich mache mir jetzt flugs was zu essen. Und dann fahre ich zu Schrapnella. Ja, sie hatte spontan gefragt, ob ich nicht Lust habe, heute Abend vorbeizukommen. Und ich habe Lust, auch wenn ich ziemlich müde bin. Aber trotzdem, das ist mit ihr immer sehr schön. Und ja, ich denke, ich werde auch Zombieside einpacken. Ja, aber das heißt, wahrscheinlich werde ich jetzt bis zu dem Moment, wo ich wieder da bin, nicht mehr vloggen. Weil ich die Kamera nicht mitnehme zu Schrapnella und mich jetzt auch mit dem Kochen und so etwas sputen muss. Deswegen sage ich mal bis später, wenn ich euch dann verabschiede für heute. So, wieder zurück von Schrapnella. Es war ein schöner, spontaner Abend. Wir haben natürlich Zombieside gespielt. Und ich muss wirklich sagen, wir sind mittlerweile ziemlich gut geworden. Wir haben auch diese Runde wieder gewonnen. Beziehungsweise, wir haben zwei Runden gespielt. Die erste haben wir verloren. Wir haben dann die gleiche Map nochmal gespielt und haben uns quasi anders strukturiert und waren etwas disziplinierter und da haben wir das sehr gut gewonnen, sehr souverän. Obwohl wir nachher tatsächlich sogar in Rot waren, haben wir das sehr souverän gelöst. Also wirklich, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist jetzt 12:30. Ich bin todmüde. Ich bin jetzt seit 18 Stunden genau wach, nach einer sehr kurzen Nacht. Ich bin jetzt gerade noch dabei, den Vlog, also ich habe ihn gerade geschnitten, den Vlog von gestern. Ich bin jetzt dabei, ihn zu exportieren und werde ihn gleich noch hochladen. Ich musste mich tatsächlich gerade sehr zusammenreißen, das noch zu machen. Ich habe jetzt bisher im ersten Monat jeden Vlog immer am Folgetag geschnitten und hochgeladen. Also genau genommen ist es jetzt schon der übernächste Tag, weil es 12:30 ist, aber ich bin ja noch wach. Das ist noch mein Tagesrhythmus. Das habe ich immer noch gemacht. Und das möchte ich nicht beibehalten. Ich habe einfach Angst davor, dass wenn ich das jetzt einmal einreißen lasse, dass ich dann halt einfach den Faden verliere. Und das ist bei Daily Vlogs blöd. Daily Vlogs sind daily und nicht undaily. Ja, von daher denke ich, werde ich jetzt noch bestimmt eine halbe Stunde wach sein. Ich werde dann den Vlog posten und ins Bett gehen. Ich wünsche euch von daher eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen.